Daniel, was machst du da? Was? Wie? Ach so. Ich räume gerade mein Bett auf mit diesem Sonic Super Showerhead, Herr Grobjohann. Wieso Herr Grobjohann? Wieso nennst du mich nicht beim Vornamen? Wie heiße ich denn? Bist du nicht der scharfe Sven aus Fallingbostel? Nein, der bin ich nicht. Und ich glaube, du bist ein Formwandler. Huch, du hast mich erwischt. Und dabei bin ich doch mit allen Wassern gewaschen, dank dieser Claudia Kernseife. Und mit der werde ich dich jetzt ausradieren, du Schwein. And now, with the good smell of greed, this is the Sci-Fi News Video Review. With your hosts, Daniel and Jens. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum sci-fi-news.de Video Review zur dritten Staffel Star Trek Picard Episode 4 No Win Scenario. Mit dieser Stimme werde ich jetzt die ganze Sendung weiter moderieren. Oder nicht? Oder etwa doch? Wer weiß es nicht. Aber an meiner Seite Jens Grossjohann und bei dem ist ja, wie man es hier eben lesen kann, Arroganz eben ein ganz normales Stoffwechselprodukt. Beschreib mir doch einfach mal so einen typischen Tag im Leben des Jens Grossjohann. Ja gut, ich lasse mich natürlich als erstes auf meiner Sänfte ins Büro tragen. Ja. Der Lord kommt. Der Lord kommt, der König des Nordens kommt, sozusagen, ja. Und da lasse ich mich natürlich fürstlich bewirten bis zum Frühstück. Ja, und dann gibt's so ein paar Business-Meetings. Natürlich mit PowerPoint-Präsentationen, die andere für mich gemacht haben und ich sie also als meine eigene auslege. Also, du siehst, ein ganz normaler Start in den Tag und ja. In der Mittagspause dann, man bringe die Maid. Ja, richtig. Genau richtig. Aber jeden Tag eine andere, bitte. Ja, also nicht, dass gut. Der Mann braucht Abwechslung. Ist ja, okay, der Mann braucht. Okay, komm. Ja, aber ich hab ja neulich gelesen, Daniel, in den Kommentaren, und das macht sich hier auch schon wieder so ein bisschen bemerkbar. Wir beide werden ja auch unerträglich. Ja, besonders das kann ich auch nur bestätigen, oder? Ja, besonders also, ich, aber ich finde, das kann man auch nur bestätigen, oder? Also, vielen Dank für den Kommentar. Es ist ja immer wichtig, dass man ein klares Profil hat, USPs und so, ne? Genau, richtig. Das weiß man, ja? Wenn man einen USPs und man muss ein Business skalieren können, ja? Und richtig. Wir können ja noch viel niveauloser. Also ich kann auch einiges skalieren hier. Richtig. Ja, Mensch, letzte Woche, das hat uns auch richtig gut gefallen, die Review mit dem Dominic Zero Brain. Ne? Das war doch eine schöne Sache, eine sehr Top lange Cast. Review, aber sehr, sehr ausführlich, toller Inhalt. Und ja, da sind ja auch einige Themen, die der Dominic nochmal auch angebracht hat, haben uns ja auch nochmal zum Nachdenken angeregt, was denn mit dieser Figur Picard wirklich geplant ist in dieser Staffel. Fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, fand ich total spannend, dass man diesen Gedankengang hat. Will man ihn vielleicht absichtlich so ein bisschen demontieren, in Anführungszeichen, um einfach auch dieses Altern der Figur zu zeigen, ja. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und wir haben ja auch schon den einen oder anderen Ansatz jetzt in der vierten Episode, No Win Scenario, gesehen. So, und wir gehen jetzt auch natürlich gleich in unsere Episodenbesprechung, aber an dieser Stelle natürlich wie immer von unserem guten Gönner, dem guten Ghoul, der Ghoul-Befehl. Ja, lasst ein Abo da und drückt die Glocke und so weiter. Und das ist neu, ich hab ja auch gehört, uns gibt's als Podcast, das teilt mir mein Verlagsteam immer mit. Wir haben da Podcast, ja, und da muss man nicht den Daumen hochgeben, sondern bei Apple Music, ich glaube, es sind 5 Sterne, muss man da geben. Mhm. Also, Apple Music, ist das sowas wie Napster oder Kazaa? Das benutze ich ja hauptsächlich. Das ist sowas, nee, oder? Sag mir jetzt nichts. Also ich hab hier für musikalische Geschichten E-Donkey 2000 und Morpheus. Ah, okay. Ja, schaue ich mir auch mal gerne an. Top. Na ja, dann. Also, vielen Dank. Votet uns irgendwo hin. Ja, wir freuen uns. Vielen Dank. Und jetzt natürlich das fantastische Review zur vierten Episode No Win Scenario. Und wir fangen an mit einer Rückblende. Vor 5 Jahren hier in der Bar schon wieder am Saufen, die Jungs.
schon wieder am Saufen, Daniel, aber ich möchte noch ein Stück zurückgehen, weil das haben wir irgendwie beim letzten Mal so ein bisschen, ja, weiß nicht, ausgeblendet. Und zwar gibt's ja da diese letzte Szene, wo die Titan sich mit ihren eigenen Photon-Torpedos quasi von hinten und so. Und dann verbannt Riker ja den guten Admiral, ja, den Admiral der Herzen von der Brücke, weil der uns ja auch alle gerade hier gedoomt hat und so. Und da frage ich mich aber, wieso übernimmt der Captain denn in dem Fall auch nicht die Verantwortung? Weil Captain Riker ist doch hier in Charge, oder? Also das war noch mal so ein bisschen vielleicht aus der letzten Episode jetzt in diese Episode die Transition sozusagen. Transition ist ja sowieso ein Triggerwort inzwischen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Gut. Das ist ganz interessant. Das ist schade, dass du das erst jetzt ansprichst und nicht letzte Woche, ja. Normalerweise, das ist ja das Schöne auch an so einem Führerstaat, da gibt es jemanden, der verantwortlich ist. Ja. Theoretisch. Warum sagt jetzt hier Riker zu dem Kapitän der Herzen, du hast uns jetzt alle verdammt, schleich dich von meiner Brücke. Hat mich ja so ein bisschen erinnert an die Szene aus First Contact, wo Captain Picard Worf von der Bühne schmeißt, von der Brücke schmeißt. Mhm. Ne? Ja. Aber es ist ein ganz interessanter Punkt, weil eigentlich hat, du hast ja vollkommen recht, Riker das Kommando. Ich glaube aber, sie haben das natürlich auch wieder aus Cliffhanger-Gründen eingebaut und es gibt ja auch in dieser vierten Episode sozusagen dann die Auflösung dieses Zwiespalts, wo Riker sich zu Picard begibt und sich auch entschuldigt und sagt, naja, du hast schon recht gehabt. Ich hatte da eben diese Verlustängste. Aber dazu vielleicht einen Tick später mehr. Wir hatten ja jetzt die Rückblende. Wir springen zurück wieder in die Bar, hin vorne. Also ich dachte, Picard hätte da dieses Chateau und würde sich da bewirten lassen. Aber er hat dort Karottengemüse mit Fritten bestellt. Und oder? War doch so. Ja, sah so aus irgendwie auf jeden Fall. Und hat sich hier dann ordentlich was zu essen bestellt und dann kommen da ja gewisse junge Leute auf ihn zu. Ist dir das aufgefallen hier, wie schlecht dort auch wieder die Uniformen gesessen sind? Wie schlecht die Uniformen gesessen haben, ja. Ich war überhaupt kein Fan dieser ersten Szene. Diese Rückblende, okay, aber ich mag einfach diese 10 vorne Bar nicht. Das ist einfach so einfallslos. Und ich verstehe auch nicht, warum jetzt Picard da zum Essen hingehen muss. In der zweiten Staffel hatte ich das Gefühl, er ist da irgendwie zum ersten Mal in dieser Bar, ja, als er Geinen trifft irgendwie. Und jetzt ist er da und ständig irgendwie bei Cheers hängt er da ab. Wie im Quarks, der gute alte Morn. Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon öfter auch gesagt, dass ich diesen zeitgenössischen Dreck einfach nicht mag bei Star Trek Picard. Und da auch wieder, keine Ahnung, erinnert mich null an Star Trek und diese Laienschauspielergruppe, die sie da aufgegabelt haben an jungen, ich sag mal, Schauspielern. Ja, die dann so Starstruck-mäßig da, oh, Picard, oh Gott, ja, Admiral, erzählen Sie doch mal von der Front, von den alten Geschichten. Wie war es denn? Ja, im Schützengraben. Fand ich nicht gut, hat mich leider die erste Szene ganz stark irgendwie an Staffel 2 und ganz schlechte Episoden erinnert. Ja, also ich hatte da auch so ein bisschen dieses Fanfilm-Flair fast schon gespürt. Das wäre so eine Szene, die ich irgendwie in so einen Fanfilm schreiben würde. Wo man Islander so 7. wo man den großen Kapitän also dann sozusagen in seine Story mit einbaut, indem man so eine Szene schreibt. Ah, fand ich schwach, ja. Worauf das rausläuft, werden wir ja im Verlauf dieses Reviews noch erleben. Und dann springen wir ja schon wieder ins Hier und Jetzt. Und da muss ich natürlich sagen, optisch hat mir dieses Sinken der USS Titan immer tiefer hinein in diese Finsternis, in diesen dunklen Nebel, verdammt gut gefallen. Ja. Findest du auch? Oder bist ja, du da ganz sicher? Das Boot sinkt. Ja, das muss das Boot sinkt. Abkönnen. Das, genau. Hat mir optisch ganz gut gefallen. Nicht alle Szenen in dieser Episode, aber das war okay. Da gibt es ja so ein bisschen dann Diskussionen auf der Brücke, was wir jetzt machen mit Lebenserhaltung, dies, das, Energie, so also ein bisschen verteilen. Und letztendlich führt das ja dazu, dass man irgendwie ja noch 4 Stunden hat. Dann ist Lebenserhaltung kaputt und Schiff sowieso kaputt. Und das ist ja dann die Dramaturgie, die Basis dieser Episode quasi. Wir haben jetzt irgendwie noch ein paar Stunden und müssen irgendwie das Beste rausholen, an Lösungen arbeiten. Und umso
ja, erstaunlicher ist es dann, was eigentlich dann passiert. Es gibt dann den folgenden Dialog mit Picard und Riker. Finde ich eine gute Dynamik weiterhin zwischen den beiden. Ich finde den Dialog jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich habe das Gefühl, da kommt bei mir jetzt irgendwie nicht der Eindruck als Zuschauer, dass da jetzt ein riesen Zeitdruck irgendwo herrscht, ne? Weil da wird erstmal munter losgeplaudert und ja, aber vorhin verbringt sie doch noch die letzten Stunden mit ihrem Sohn. Warum wird da nicht an der Lösung gemeinsam gearbeitet von Anfang an? Das war mir nicht so wirklich klar. Muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, weil ich hatte schon den Eindruck, dass Riker zumindest auf der Brücke vorher noch alles versucht hat, an Informationen und Lösungsansätzen zu eruieren. Und das ist eine Sache, die muss ich auch in der Hinsicht loben, weil das ist gänzlich anders wie unser Weltraum-Jesus Michael Brennschinken, der sowieso immer alles besser weiß. Hier hat man schon mal den Eindruck gehabt, dass Riker seine Crew mit einbezieht und da auch um Input bittet und dann sagt, ja, komm, haben wir vielleicht noch irgendwie Energie im Toaster oder was auch immer, ja, können wir da noch so ein bisschen schaffeln, wie man hier bei MC Ghoul auch gerne sagt. Und in der Hinsicht hatte ich dann schon den Eindruck, dass diese Szene an der richtigen Stelle der Episode war. Weil es war dann erzählerisch auch so ein bisschen, ja, okay, wir haben jetzt also alles erstmal getan, was wir ad hoc tun können. Und dann muss man sich natürlich auch dieses mentale Atmen mal kurz erlauben und eben diese Ruhe und die Reflexion mit reinbringen. Und da fand ich dann die Szene zwischen den beiden, und du hast die Dynamik zwischen Jonathan Frakes und Patrick Stewart ja schon angesprochen, wirklich auch sehr gut und eine hervorragende Szene zwischen den beiden bezüglich dem Verlust des Sohnes von Riker und eben diesem Kontrapunkt. Wir beide, alte Freunde, ja, sind ein ganzes Leben lang durch die Tiefen des Alls geflogen, haben niemals auch nur ein Anzeichen daran entdecken können, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ganz, das war stark, ja. Ganz, ganz stark inhaltlich, ganz stark auch von der Aussage und spinnt natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Science Fiction weiter, das man sehr, sehr schmerzlich vielleicht in den ein oder anderen Staffeln vorher vermisst hat, wo es dann mit der Ocarina of Time ja doch sehr mystisch zuging, als man da in Staffel, war das 2 oder 1, das Schiff plötzlich 1 reparieren konnte. Und hier geht man ganz zurück und sagt, naja, wir sind durch die Tiefen des Alls geflogen und wir beide wissen, dass da draußen einfach nichts ist. Und das in dieser Konstellation zu machen und dann auch sich diesen Fehler einzugestehen, den Riker da ja gemacht hat. Ich bin zwar nach wie vor nicht der Meinung, dass es ein Fehler war, aber er sieht das aus dieser Perspektive dann eben genauso wie Admiral Picard. Er hat da offenbar Verlustängste gehabt und deswegen war er zu feige, um zu handeln. Ich habe zwar auch nicht ganz verstanden, wo dann der taktische Vorteil gewesen war, sich 4 Photon-Torpedos in den Arsch zu schießen. Aber gut. ja, die Auflösung war mir halt auch nicht ganz klar, weil ja, zu sagen, ja, Admiral, Sie hatten recht, ist okay. Aber trotzdem hat es ja dazu geführt, also dass Sie jetzt in dieser Situation sind, in der Sie sind. Von daher habe ich, weil man die Auflösung nicht klar, aber eine Sache, die ich an dieser Szene auch schwierig fand oder die ich auch generell an der Figur Riker in Staffel 3 schwierig finde, sie ist total unpassend im Vergleich zu Staffel 1. Wo man gemütlich da auf eine Pämpfe irgendwie Hasenpizza isst und alles Friede, Freude, Eierkuchen, glückliche Familie im Wald und Riker sitzt da am See und er lässt sich's gut gehen. Und ich kann es irgendwie überhaupt nicht einordnen. Dieser Tod seines Sohns ist ja schon vor er der ersten Staffel passiert. Ja. Wieso fällt ihm denn dann das jetzt irgendwie ein, dass der weg ist? Ja, da kommen wir, glaube ich, im Laufe der Episode sowieso noch zu. Und zwar nicht nur bei Riker, sondern auch bei vielen anderen Charakteren, wo es keine stringente Erzählung dieser Charaktere gibt, die in der einen Szene so reagieren und in der anderen Szene so. Also wenig berechenbar, was ja vielleicht jetzt erstmal positiv klingt, aber in dem Fall eigentlich nicht, weil ein Charakter so eigentlich sehr unglaubwürdig wirkt. Ja. Und das ist nicht nur bei Riker so. Wir kommen da später noch auch auf Szenen auf der Shrike. Und auch Captain Shaw disqualifiziert sich meiner Meinung nach in seinem Handeln hier in dieser Episode teilweise, weil er einfach, weiß ich nicht, im Gegensatz zu Episode 1 dann irgendwie mal so und auch nicht wirklich glaubwürdig rüberkommt. Aber da kommen wir ja später noch zu. Ja, also Captain Shaw, der dann auch gerne mit diesem Messer da im Quartier sitzt und das schleift. Ja. Genau.
dem widerfährt also eine sehr interessante Charakterwendung. Klar, der Mann ist offenbar psychisch auch ein bisschen gestört. Das hat ja Vardik auch schon durchblicken lassen. Sie weiß da offenbar mehr wie wir, ja. Ich weiß noch nicht so recht, wo das hinführen soll mit dem Captain Shaw. Einerseits, er hat sich, lass mich mal hier zu Ende reden. Einerseits hat er sich ja auf der Brücke, ich glaube ja nur irgendwie den Fuß gebrochen, ne? Und läuft jetzt an einem Stock. Und das ist so eine Sache, die verstehe ich auch nicht so ganz. Sie haben ja natürlich jetzt Premium-Ärztin für die Ärzte, die Privatpatienten lieben. Dr. Ja. Beverly Crusher mit auf der Krankenstation. Konnte man denn früher auch auf der Voyager, wo sich Harry Kim irgendwie ständig das Steißbein gebrochen hat, konnte man das nicht zack, zack, zack wieder gerade bügeln? Warum wird denn dem armen Mann jetzt nicht geholfen? Ja, das hättest du ja mit deinem Sonic-Ding da, wo du dann einmal eben mit sauber gemacht hast, hättest reparieren können, den Fuß. Oder ich glaube, in der zweiten Staffel war es, in der zweiten Episode war es, glaube ich, das Bein, was irgendwie verletzt wurde. Ich weiß es nicht mehr so genau. Fand ich auch merkwürdig und auch, wenn wir jetzt mal so chronologisch in dieser Episode weiter fortfahren, da ist ja Seven, die dann den toten Transporter-Chief da irgendwo entdeckt und dann, ja, schlussfolgert, oder das wusste sie ja vorher schon, dass da ein Wechselbalg oder ein Formwandler an Bord ist. Und dann kommt sie ja in Shaws Quartier und er stützt da mit diesem Messer oder schärft so ein Messer an dieser, einem Schleifstein. Wie nennt man das? Ja, genau. Und das passt ja irgendwie, wie du schon sagst, überhaupt nicht zu dem, was wir aus dieser Zeit kennen, wie fortschrittlich die Medizin ist, ne? Also früher hat sich Chief O'Brien in der Holosuite irgendwie jeden Tag irgendwie einen Arm gebrochen und der wurde dann, ja, ist wieder in Ordnung, du kannst weitermachen. Und hier geht Captain Shaw ganz dramatisch hier so am Stock. Ja, und muss man doch sagen, wir haben uns doch immer in Staffel 1 und 2 darüber aufgeregt, wie plump das alles ist. Und wenn wir jetzt einen gebrochenen Mann zeigen wollen, ja, um Gottes Willen, dann müssen wir ihn doch nicht wirklich brechen. Nee. Also. Ganz, ganz schwach vom Dialog und der Inszenierung und insbesondere auch, und das hat mich fast schon so ein bisschen wütend gemacht, die ganze gewählte Sprache und inhaltlich. Es ist ja eine Szene, die dem Zuschauer erläutern soll, was ein Formwandler ist. Mhm. Und das ist jetzt aber wirklich die Version für Dreijährige gewesen. Da ist ein Captain Shaw, der auf Vorschulniveau Seven of Nine, einer ehemaligen Borg-Drohne, die nun wirklich jede verdammte Spezies kennt eigentlich, erklärt, dass das so ein Gu-Mensch ist, so aus Knetmasse, huhuhu, mit dem kann man. Also, was war denn das für ein verdammter Unsinn? Ja, genau. Und was mich dann auch, ja, was einfach schlecht geschrieben ist, finde ich. Also es gab diesen Dominion-Krieg, diesen verheerenden Krieg zwischen der Föderation, alliiert mit den Klingonen gegen das Dominion. Und es gibt ja diverse Episoden, wo Formwandler eine große Rolle spielt, die sich verstecken, die man aufspüren muss. Ich erinnere mich da an die letzte Episode der dritten Staffel DS9, wo ein Formwandler ganz glaubwürdig die Defiant quasi infiltriert hat und da sein Unwesen treibt und die Föderation mit einem einzigen Schiff quasi in einen Krieg drängt. Ganz toll gemacht, ganz toll geschrieben. Aber hier sind die Formwandler anscheinend sehr, sehr dumm auch. Sie agieren irgendwie nicht wie die Formwandler, die wir kennen, die auch immer sehr smart und auch in der Sprache sehr eloquent daherkamen. Hier agieren sie relativ plump und Captain Shaw erklärt ja dann auch Seven of Nine hier diese Geschichte mit dem Eimer. Ne? Also die gehen immer in einen Eimer, auf jeden Fall. Und Seven findet ja dann in dem Quartier von dem Transporter-Menschen natürlich dieses eine beleuchtete Panel und sieht dann dumm dahinter. Dann dahinter halt diesen Eimer. Ja, alles ein bisschen schwierig, finde ich. Alles ein bisschen so arg konstruiert. Und wenn wir bei den Formwandler vielleicht mal bleiben, der sich dann okay, wieder in ein Crewmitglied verwandelt, ist ja okay. Aber wir kennen ja Formwandler ganz anders, die auch ganz anders agieren können. Warum muss er denn in diesem Körper von diesem Crewman jetzt Seven of Nine angreifen mit einem Phaser? Und warum haut er nicht ab nach dem ersten Schuss, sondern läuft so dumm auf sie zu? Also,
weiß ich nicht, das ist nichts, was ich irgendwie von den smarten Formwandlern aus DS9 kenne. Und das wirkte für mich doch irgendwie, ja, nicht gut umgesetzt. Ja, das und war eine billige Action-Szene. Ja, genau. Und letzte Woche war ich ja sehr gehypt durch die Rückkehr der Formwandler. Und da bin ich jetzt doch schon wieder so ein bisschen ja, auf dem Boden der Tatsachen zurück. Ja, leider. Wenn man das jetzt mal aus rein taktischer Perspektive betrachtet, mit dem ersten Schuss wird er einmal zerstört. Das fand ich einen ganz guten Ansatz. Okay, zack, zack, Beweise vernichten, alles gut. Ja. Gut, man muss sich natürlich fragen, wo gehe ich heute Nacht schlafen? Hat das Holiday Inn noch ein Zimmer und so? Gut, man weiß es nicht. Aber ja. Gut. Taktisch, das fand ich gut, aber wie du eben sagst, warum rennt der Kerl dann auf sie zu? Warum? Er kann doch jederzeit, er muss doch nur um die Ecke und eine andere Gestalt annehmen. Und dann, dann hier, da ist er lang gelaufen. Und dann wäre die ganze Szene geil gewesen, aber so, ja, sehr, sehr schwierig. Ja, und zumal, wie gesagt, es muss doch Erfahrungswerte geben aus diesem Dominion-Krieg, aus militärischer Sicht, wie spüre ich einen Formwandler auf? Also da gab es ja auch, wie gesagt, diverse Episoden auch, mit Garak und Odo, der da so ein Gerät hatte, dass Odo sich nicht mehr regenerieren konnte. So, sowas wird die Sternenflotte doch in irgendeiner Form auch als Sicherheitsmaßnahme in irgendeiner Form weiterentwickelt haben, auf so einem Raumschiff. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, wir haben es vielleicht so ein bisschen auch mit neuen Formwandlern zu tun. Okay. Ich möchte jetzt einfach mal die These in den Raum stellen. Du hast ja gesagt, die Föderation hat da unglaubliche Erfahrungswerte, hätte dann auch meiner Ansicht nach vielleicht auch Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, vielleicht Transporter-Scanner implementiert, all dieses hier und sonstiges. Sowas, genau. Vielleicht ist da ja auch eine, wie soll man sagen, eine Art Mutation zugange. Wir haben hier den Formwandler 2.0, Evil gets an upgrade. Ne? Ja. So. Omikron-Variante Formwandler. Ja, genau, hallo. Das würde ich jetzt einfach mal auch als plausibel erachten. Ja. Und umso blöder ist es dann eigentlich, wenn man das dann in Betracht zieht, wie taktisch dumm der Kerl einfach agiert. Naja, gut. Jetzt möchte ich dich mal fragen. Wenn bei dir, wie soll ich sagen, also wirklich die Stromversorgung zusammenbricht, und deine ACP, USV, also schon aus dem letzten Loch pfeift. Dann hast du ja auch immer noch dein Holodeck laufen, oder? Das habe ich auch noch laufen, ja. In meinem Prepper-Bunker habe ich ja eine eigene Stromversorgung und da ist natürlich das Holodeck angeschlossen. Ja, ich dachte auch im ersten Moment, was soll denn der Quatsch? Dann haben sie es ja in einem Nebensatz erwähnt, dass natürlich zur Unterhaltung der Crew, ja, immer noch das Holodeck mit einer extra Energiezelle, die autark funktioniert. Es gab eine Erklärung, aber mäßig schlau in irgendeiner Form, genau, behämmert, genau. Und in dieser Holodeck-Szene, Picard geht ja dann mit Jack aufs Holodeck, sich immer mal besser kennenlernen, ne? Gute Vater-Sohn-Geschichten austauschen und so. Ja. Wieder diese nervige 10 vorne Bar. Gibt's denn keine andere Scheißkulisse? Hätte man da nicht, also wenn man schon auf so einem Nostalgietrip ist, auch dauernd, ne, dann macht doch eine schöne Kulisse aus TNG irgendwie da rein und sagt, hier, das war für viele Jahre mein Zuhause oder so, aber doch nicht wieder diese Bar. Zeig ihm noch mal das ganze Leben, ja. Lass das ganze Leben noch mal Revue passieren. Aber anscheinend hat der gute Mann immer nur Fritten gefressen und gesoffen dort. Ich hab's überhaupt nicht verstanden, warum die nicht das Chateau zeigen. Guck mal, hier ist der Familienursprung, bla bla bla. Da, das und hier, das war meine erste Kommandostation, bla und so weiter, ja. Nein, es muss die 10 vorne Bar sein. Unverschämtheit. Und dann auch dort wieder die Wortwahl. Hättest du dir jemals träumen lassen, dass eine eloquente Figur in einem Universum wie dem Star Trek-Universum das Wort fucking in den Mund nimmt? Außer natürlich von uns in unserem Format. Ja, ist ja klar. Über die Sprache haben wir schon oft diskutiert. Ne? Da sind Raumschiffe angepisst und fucking hier, fucking da und son of a bitch und so. Ja, ich glaube, wir kritisieren das ja schon seit Discovery eigentlich, dass offensichtlich die Sprache und auch bei Picard, was ja eigentlich noch mal nach TNG spielt, dass sich die Sprache und die Menschheit in einer Art und Weise zurückentwickelt hat offensichtlich. Und ich konnte dieser ganzen Holodeck-Szene wenig abgewinnen. Und dann muss man ja sagen, wenn wir gerade dabei bleiben, bevor wir gleich mal auf die Shrike wechseln, Captain Shaw kommt ja dann auch herein mit seinem Stock, ja, der verwundete Soldat, der Veteran. Ja, der gebrochene Mann. Gebrochene Mann und erzählt dann irgendwas von Wolf 3517. Der Borg-Kubus, ich alleine hab's geregelt oder irgendwie. Nee, ich war ja das große Opfer, so genau wie 11.000 andere. Ich meine,
alles okay, das gehört zu der Figur Captain Picard, aber wir haben diese Locutus von Borg-Geschichte jetzt schon so oft aufgewärmt, ja, also fast genauso oft wie die Borg generell. Und das hat mich am meisten gestört, diese Szene kennen wir und diese Szene gab es schon vor über 20 Jahren, nämlich im Pilotfilm DS9, als Captain Sisko nämlich zum ersten Mal auf Captain Picard getroffen ist und glaubhaft vermittelt hat, in einer sehr militärischen Art und Weise, hier, ich befolge ihre Befehle, aber ich mag sie nicht. Damals waren sie nicht so freundlich, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Aber nicht mit dieser Theatralik dahinter, wo die Laienschauspieler, ich weiß nicht, ob es dieselben waren, im Hintergrund auch wieder nur, oh mein Gott, was hat er gesagt? Das fand ich so unnötig, weil es diese Szene halt schon mal gab. Also hat mich irgendwie genervt. Mich holt ja auch die, ich sag mal, die bildliche Gestaltung in den gewählten Worten nicht ab. Wir haben in der ersten Episode ja auch diesen Song gehört, I don't want to set the world on fire. Mhm. Und ich habe jetzt irgendwie in jeder Episode, irgendjemand will irgendwas hier in Flammen aufgehen sehen. Wir haben hier Vardik, die eben sagt, sie wird die ganze Föderation verbrennen. Wir haben hier das Opening mit dieser Musik, und es wird immer dieses Bild des Feuers verwendet. Also man macht im Weltraum natürlich total viel Sinn, wenn da so viel Sauerstoff hängt. Aber gut, das ist die eine Sache. Und hier eben jetzt auch, Captain Shaw redet ja eben auch davon, wie das Universum wieder in Flammen stand. Denkst du hinter dieser stetigen Wiederholung dieses Elements Feuer, kommt da noch irgendetwas? Ist das irgendeine Botschaft? Will man uns da irgendwas mitteilen? Ich finde so es dermaßen prominent verwendet, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass das Zufall ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch reichlich dumm bislang. Wobei man muss ja sagen, wir hatten ja gerade auch in Star Trek Picard oder Discovery immer mal wieder so Dinge, wo wir sagen, na Mensch, da müsste doch eigentlich noch was kommen und nö, es kam nichts. Also es wird dann irgendwas angefangen zu erzählen oder vielleicht will man den Zuschauer damit auf irgendeine Fährte locken. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt. Und nochmal vielleicht zurück zum Charakter Shaw. Wir haben ja eben gesagt, Mensch, die Charaktere sind in ihrer Attitüde, in ihrer Art und Weise, wie sie handeln, irgendwie sehr großen Schwankungen unterworfen. Also die sind irgendwie nicht sehr stringent. Und Shaw macht hier ja irgendwie auch verschiedene, er agiert irgendwie sehr unterschiedlich in den Szenen. Ja, am Anfang mit Seven, okay, nein, ich will nicht mit dir sprechen. Dann kommt diese Geschichte mit dem Formwandler. Dann ist er auf einmal, hat er diesen riesigen Hass auf Jean-Luc Picard. Im nächsten Moment machen sie Witze an seiner Kabinentür. Und was mich also massiv wundert, ist einfach, wenn er doch Captain der Titan ist und er kann da irgendwie unter so einem Pult irgendwas reparieren. Ja, verdammt noch mal, er könnte doch auch als Captain dieses Schiffes einfach auf der Brücke sitzen und zwar als Captain, oder? Also Er hat jetzt keinen Bock mehr. Genau. Also warum ist er denn da die ganze Zeit in seiner Kabine irgendwie? Nur weil er jetzt da irgendwie seinen Fuß da so ein bisschen verstaucht hat oder? Also das passt für mich alles nicht zusammen, muss ich sagen. Naja, also ich bin mir bezüglich dieser Figur überhaupt nicht mehr sicher, weil wenn man das auch vergleicht mit anderen Captains, die man kennt, so eine Captain Janeway, die war höchst verwundet, ist dann auch aus der Krankenstation abgehaut, damit sie wieder auf die Brücke kommt und er sagt dann, naja gut, ich geh jetzt Rotwein trinken. Passt überhaupt nicht. Klar, also wie gesagt, man möchte ihn offenbar als gebrochenen Mann zeigen, aber also mit dieser Holzhammer-Variante wieder mal. Und dann natürlich auch, wie du eben sagst, nicht wirklich nachvollziehbar, weil wenn er eben auch an so einer charakterlichen Störung oder an psychischen Problemen leidet, dann würde ich erst recht annehmen, dass er sich an das Kommando klammert. So wie er es ja auch in der ersten Episode getan hat, wo er so völlig übertrieben seine Autorität genutzt hat. Und das ist jetzt halt einfach weg. So. Schön, dass er dann zum Schluss noch hilft. Ich habe mich da zwar auch zuerst gefragt, warum greift denn hier der Wechselbalg überhaupt ein, wenn doch das Ziel ist, Jack Crusher auszuliefern? Gut, wird dann aber ein bisschen relativiert, weil die Ensign LaForge, also die falsche Ensign LaForge, fragt ja dann sogar noch so blöd, ja sag mal, du, wenn wir hier nur von einer Warp-Gondel diese Tore öffnen, dann kommen wir zwar da raus, aber wir können da nicht davonfliegen, oder? Mhm. Okay, das fand ich dann sogar schon wieder ein bisschen smart.
dass der Formwandler oder die Formwandlerin oder was sind die eigentlich? Sind die alles irgendwie dazwischen? Man weiß es nicht. Ohne Geschlecht. Ah, ist das so? Gut. Mhm. Wie läuft das da mit Fortpflanzung bei denen? Oh, das kann ich dir nicht sagen. Du. Ach, so. Geil. Ich dachte, da musst du mal. Hm? Ne, da kenne ich mich leider nicht aus. Tut mir leid. Gut, wer das weiß, Kommentare, ne? Das ist, so ist das. Ich fürchte, es wird jemand wissen. So, und dass man dann hier jemanden wählt, also in der Gestaltung der Figur, also die kommt ja als Ensign LaForge zu Seven of Nine und Captain Shaw. Das wiederum war natürlich auch nicht besonders schlau, weil wenn der Formwander da schon so lang an Bord ist, dann müsste er ja diese Crew-Dynamik mitbekommen haben, dass die gut befreundet sind. Und dann hätte ich mir doch eigentlich jemanden ausgewählt, ja, also irgendein random Ensign Müller, den irgendwie keiner kennt, der da zufällig gerade vorbeiläuft und dumme Fragen stellt. Das wäre vermutlich sinnvoller gewesen. Aber gut, im Sinne von dumme Fragen, ja, wir haben ja dann zum Schluss der Episode auch noch den Augenblick, auf den alle da draußen gewartet haben, liebe Damen und Herren, ja, Captain Jean-Luc Picard setzt sich nochmal auf seinen Chef Cecil und sagt, Energie. So, unter der Prämisse natürlich, dass Riker irgendwie offenbar noch niemals in TNG jemals ein Shuttle kommandiert hat, weil er kann jetzt plötzlich auch nicht mehr navigieren. Und wir auch vergessen sollen, dass Picard in Staffel 1 ja sogar zu dumm war, diesen dummen Frachter da irgendwie zu fliegen. Jetzt darf er das Steuer übernehmen und gibt hier eben, wie in dieser Story, die er seinem Sohn Jack erzählt, ja, die entsprechenden Koordinaten durch, die doch anzusteuern sind. Und dann wiederholt sich ja für die beiden, also Jack Crusher und Jean-Luc Picard, das, was im Jack Crusher, also der erste Mann von Beverly Crusher und Jean-Luc Picard schon mal erlebt haben, auch in diesem Shuttle, was wir auf dem Holodeck erzählt bekommen haben. Und ja, so schön das auch ist, so vergeudet fand ich auch diesen Augenblick. Weil wenn man darauf jetzt irgendwie hingearbeitet hätte, dass so ein Vater-Sohn-Augenblick entsteht, über eine ganze Staffel hinweg, ja okay, aber das waren jetzt 10 Minuten. Jetzt haben wir diesen Story-Arc also anscheinend schon wieder durch, ohne dass wir ihm irgendeine Tiefe geben konnten. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Was mich an dieser Geschichte Jack Crusher, Picard so ein bisschen ja auch gestört hat, ist, also Jack Crusher sagt ja irgendwie so auf dem Holodeck auch, ja Mensch, ich bin einfach anders, ich brauche keine Leute um mich rum und ich brauche hier auch keinen Vater, keine Vaterfigur, ist nichts gegen dich, Dad, aber sie sind relativ schnell auf so einer Ebene, wo sie sich relativ gut verstehen, hat man das Gefühl, obwohl beide irgendwie aus ganz anderen Richtungen kommen. Hinterher auf der Brücke, da hätte man sicherlich, wie du schon sagst, die Dramatik oder die Dynamik da auch noch mal ein bisschen anders hinlenken können, dass da auch, ich sag mal, nachhaltig was für diese Vater-Sohn-Beziehung getan wird. So ist es einfach nur diese eine Szene. Aber bevor wir jetzt dann wirklich auch noch mal auf den Schluss der Episode kommen, haben wir noch ein paar Szenen, die wir auch dringend besprechen müssen. Und zwar, dass alles, was auf der Shrike vor sich geht, denn da hat ja Vedic, ja, da irgendwie so ein Altar oder ein Taufbecken, wo sie sich da irgendwie die Hand irgendwie losschneidet und dann der gute alte fliegende Totenkopf aus Doom, ja, seine Premiere feiert in Star Trek PK. Ja, ich weiß nicht, ich bin kein Fan solcher Elemente. Das sieht mir sehr nach Marvel irgendwie aus als nach Star Trek, oder? Wie stehst du dazu? Ja, ich habe auch so ein bisschen an Lord Voldemort denken müssen, der sich da irgendwelche Gliedmaßen abschneidet und dann, was soll man daraus zaubert. Ich wurde auch nicht wirklich schlau daraus. Also ich hatte das so interpretiert, also dass das vielleicht so ein bisschen ist wie dieser, weißt du, hier der Wächter aus Babylon 5, der an Londo Molari dran klebt. Also ja, das genau. Quasi so, also ein Teil von Vardik, ja, es ist ja wohl ein Formwandler ist, der sie so kontrolliert und überwacht und ihr Befehle erteilt.
Aber ich gebe dir recht, also das Ganze ist so ein bisschen so wie so ein Tanz auf dem Hexenball, ja, wo man sich die Fingern abschneidet und dann puff, haha, ich bin's, eure magische Hexe. Passte jetzt auch nicht so richtig ins Star Trek Szenario, weil es war ja keine Übertragung im klassischen Sinne, ne? Es war irgendwie so es war so ja fliegende, irgendwie real, genau. Totenkopf. Genau, es war irgendwie real und dann dann weigert sie sich ja auch erst so ein bisschen, nee, ich kann mit meinem Schiff da nicht die Verfolgung aufnehmen, das ist viel zu schwer und so. Wir haben ja auch diese fette Portalwaffe hier an Bord, ja, die nimmt zu viel Bruttoregistertonnen in Anspruch. Und dann macht sie es natürlich dann doch, weil der Totenkopf-Formwandler da irgendwie ein bisschen böse wird. Und dann gibt es ja diese Szene, wo die Shrike da tatsächlich was abwirft. Also Ballast abwirft. Hast du dir das genau angeguckt, dass wenn du da mal auf Stopp drückst, dann ist da nämlich tatsächlich so eine Konsole zu sehen mit Daystrom Institute. Nein, nein, steht da drauf. So, doch, genau, steht da, ja, steht da drauf. Cool. Also ist es klar, dass diese Portalwaffe die ist, die jetzt da irgendwie auf Martalas Prime da irgendwie geklaut wurde oder mit der gehandelt wurde. Das scheint relativ safe zu sein. Aber auch sehr geil, also wie viel Platz die ja einnimmt und deswegen kann man die Verfolgung nicht aufnehmen, weil ich einfach viel zu viel Nutzlast an Bord habe und dann kommt da halt so eine Konsole hinten raus aus dem Schiff. Hallo. Du kennst ja nicht die Dichte des Materials, ja? Ja, okay. Geschenkt, okay. Aber bildlich halt ein bisschen schwierig zu begreifen, ja, bildlich, als Zuschauer. Bildlich schwierig. Also wenn man im Vorfeld den gebrochenen Captain zerbrechen muss und dann die schwere Waffe aus irgendeinem Mülleimer-Klosett besteht, ja, gut. Ja. Vielleicht, also ich hatte das allerdings auch so ein bisschen so verstanden, dass das aufgrund dieser Gravitationsanziehungsbla irgendwie nicht, aber möglich. Du hast schon vollkommen recht. Das sah sehr uninspiriert aus und vor allem, ich schmeiß doch irgendwie die geilste Portalwaffe ja nicht irgendwie da in den Nebel rein, sondern ich weiß nicht, hätte man die nicht hinter so einen Mond fliegen können und dann da irgendwie verstecken oder, naja, gut. Geschenkt. Es ist so, wie es ist. Wir haben ja jetzt noch eine Szene ganz am Ende dieser Episode, die ja auch schon in den vorherigen Episoden mal angeteasert wurde. Irgendwas ist ja mit dem guten Jack offenbar nicht in Ordnung. Ja. Tja. Er hat ja da wieder irgendeine Art Vision, aus der er dann herausgerissen wird. Da habe ich ja beim letzten Mal spekuliert, offensichtlich komplett falsch. Er sieht auch wieder diese rote Tür in dieser Vision. Also da habe ich gar keine Ahnung aktuell, wo uns das hinführt. Ich muss noch mal einmal kurz zurückgehen. Eine ganz coole Szene fand ich tatsächlich, was aber wieder auch nichts für den Antagonisten und seine Bösartigkeit getan hat. Auch da haben wir wieder das Problem Charakterglaubwürdigkeit, als die Titan dann diesen Asteroiden aufnimmt mit dem Traktorstahl und dann gegen die Shrike schleudert und die ja jetzt offensichtlich da manövrierunfähig im Raum irgendwie rumtreibt. Und Vedic da irgendwie auch sehr verdutzt ist und jetzt irgendwie gar nicht mehr so böse wirkt. Also fand ich weiß nicht, wo uns das mit Vedic noch hinführt, aber man hat den Antagonisten in der Szene sehr dumm aus schwach aussehen lassen, fand ich. Also, dass die Shrike dieses Überschiff ist und was weiß ich, mit 7 Trilliarden Photonentorpedos und was weiß ich, 7 Millionen Phaserbänke und dann wird da so ein Asteroid mit einem Traktorstrahl geschleudert und ja, Schiff ist kaputt. Ja, also, scheiße, geht nicht mehr, ja. Das ist ja auch, die goldene Regel im Wrestling. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich bei der WWE oder bei TNA Impact Wrestling, wie es inzwischen heißt, oder auch bei AEW All Elite Wrestling, wenn ich da eine Promo halte, so wie ich das ja tausendfach getan habe, meine Damen und Herren, dann ist es ja mein Job als Profi-Wrestler, hier sind meine Pythons, dass ich da ja mich verbal mit meinem Kontrahenten auseinandersetze. Und dann wird da ganz oft der Fehler gemacht, da buttert man den Kontrahenten ja runter und sagt, du bist ja so ein Trottel, du wirst mich überhaupt nicht bezwingen, sondern ich bezwinge dich. Das Problem nur mit so einer Promo ist, liebe Leute, wenn ich vorher den Feind quasi kleinrede und ihn dann besiege, dann habe ich halt nur einen Trottel besiegt. Genau.
So, und genau das ist das, was du beschrieben hast. Ja, man genau hat jetzt den das. Großen Bösewicht hier Vardik aussehen lassen wie ein Trottel. Und damit hat halt Riker auch nur einen Trottel besiegt. Jo, und das ist erzählerisch blöd. So. Ja, dann haben wir ja, das muss ich der Episode zugute halten, diese ganze Geschichte mit, wie können wir aus dem Nebel heraus und den Asteroiden ausweichen, das war ja schon so ein bisschen auch TNG-like, ne? Also ja, 90er-Jahre Star Trek. Wir versuchen das mit irgendeiner technischen Lösung und versuchen dem Zuschauer auch halbwegs zu erklären, wie das funktioniert mit der Energie und wie wir die aufnehmen und dann direkt. Das muss ich sagen, das fand ich ganz gut und das ist auch jetzt besser als beispielsweise in Staffel 2 oder eins, wo man irgendein Bullshit-Device dann irgendwie ausgegraben hat, sondern hier hat man sich ein bisschen Mühe gegeben, das auch ein bisschen vernünftig zu erzählen, wie das denn funktionieren könnte. Ja gut, dass dieser Nebel jetzt irgendwie ja da der Geburtskanal irgendwie ist und dass da jetzt ganz viele kleine große Spermien geboren werden anscheinend, so sehen sie zumindest aus. Die sahen unglaublich dumm aus, diese Kaulquappen. Ja, sie sahen super. In einer Einstellung sahen sie ein bisschen aus wie Murph, irgendwie aus Prodigy. Ja, diese Augen, also ganz, ganz komisch. Warum hat man denn da Augen drauf montiert? Das fand ich im Ansatz okay, aber sehr mit der Brechstange. Oh ja, wir können auch noch solche Episoden machen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ne? Und hier TNG und Mission Farpoint wird ja auch einmal referenziert. Ja, ganz okay, aber sehr offensichtlich, was man da versucht hat. Nichtsdestotrotz ist das für mich bisher, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir gleich zu den Fazits kommen, tatsächlich die schlechteste Episode aktuell gewesen. Das ist ja alles nur geklaut. So. Aber Stichwort Fazit, dann, mein lieber Franz, dann leg doch mal los. Du heißt ja Hans, Entschuldigung. Ja, du bist ja wirklich in Form, Mann. Du weißt nicht, wie ich heiße. ich muss sagen, man hat hier so leichte erste, zweite Staffel-Vibes Star Trek Picard leider, und das meine ich nicht gerade im Positiven. Drehbuch fand ich mit am schlechtesten jetzt bisher aus den ersten vier Episoden. Hat wieder so ein bisschen den Anschein, als wenn man hier wieder nur Material für sechs Episoden gehabt hat und muss jetzt wieder auf 10 strecken vielleicht. Und ich muss noch mal einen Punkt ansprechen, den hatten wir jetzt in der Besprechung gar nicht. Von der Dramaturgie fand ich sehr unglücklich, wie diese Episoden offensichtlich zusammengeschnitten sind. Wir hatten letzte Woche dieses Comeback von Worf und der ja offensichtlich mit Ruffy zum Daystrom-Institut da irgendwie fliegen will und nochmal herausfinden will, was jetzt mit dieser Portalwaffe ist. Diese Szenen werden uns jetzt gar nicht gezeigt. Also wir befinden uns nur auf der Titan und ich finde, damit tut man sich in dieser Episode keinen Gefallen, weil in der letzten Episode haben wir alle gedacht, oh cool, Worf ist zurück, was macht er denn jetzt in der nächsten Episode? Und diese Szenerien so ganz stark voneinander trennen und jetzt gar nicht in dieser Episode darauf einzugehen, finde ich dramaturgisch nicht gut, weil man den Zuschauer quasi dann eine Episode davon fernhält und Leute, die das gut gefunden haben, werden jetzt automatisch enttäuscht sein, dass Worf in dieser Episode nicht vorkommt, nicht aufgetreten ist. Fand ich so handwerklich einfach nicht gut umgesetzt. Genauso wie viele Dialoge sehr, sehr platt waren und mich auch an Staffel 2 erinnert haben, wo Seven da irgendwie fragt, ob wenn es um einen Pott geht, ob er Cannabis meint oder so. Also ja, so Gott, ein Schwachsinn. Oh. Also wirklich, wer lässt sich so eine Scheiße einfallen. Die Geschichte auf dem Holodeck hat mir gar nicht gefallen, sind wir eben sehr explizit drauf eingegangen. Der alte Kriegsheld Shaw, der nochmal hier diese Schlacht von Wolf 17 da rauskramt. War für mich nicht stimmig. Ich mag diese 10 vorne Bar nicht und dieses Ding da mit Fritten und Gemüse am Anfang und zwischendurch immer mal wieder und die Kadetten, die den Admiral so anhimmeln und doch noch eine Geschichte hören wollen vorm Einschlafen. Ja, nee, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Die Charaktere, die teilweise schizophren agieren, in der einen Szene so, in der nächsten Szene so, den Antagonisten nachhaltig beschädigt, weil er offensichtlich auch nicht der Schlauste ist. Die Formwandler reichlich dumm dargestellt in ihrer Attitüde, wie sie denn überhaupt da agieren auf dem Schiff. Hat man vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren viel, viel besser gemacht, viel, viel subtiler und viel, viel klüger. Und von daher habe ich nicht viel Gutes an dieser Episode übrig gelassen, jetzt zum Schluss in meinem Fazit, außer
dass man versucht, diese Geschichte, wie man aus diesem Nebel rauskommt, so ein bisschen TNG-like zu erzählen, so ein bisschen mit Wissenschaft hier und da, dass man ja noch ein paar ganz gute Dialoge mit Picard und Riker eingebaut hat, diese Dynamik zwischen den beiden stimmt, diese Vater-Sohn-Geschichte, gerade in dem Dialog fand ich ganz gut. Beverly Crusher hat irgendwie gar keine Aufgabe, als auf dieses Pad zu schauen und 5, 4, 3, 2, 1 zu sagen in der ganzen Episode. Diana Troy darf halt auch noch mal auf dem Screen auftauchen. Aber hat mich leider nicht vom Hocker gerissen. Die schlechteste Episode für mich in dieser dritten Staffel. Und deswegen von mir nur 2 von 5 für No in Scenario. Ah, Jens, das ist ja, also unser Review ist ja auch für die Autorinnen und Autoren ein No-Win-Szenario offenbar. Ja, es ist der Trend ist your friend, aber der Trend geht halt abwärts bei Jens. So sieht's nämlich aus. Ist so. Und ich muss da eigentlich direkt nahtlos anschließen, sofern ihr das Abo jetzt mal dagelassen habt, sonst holt euch nämlich der Ghoul. Wir sinken nicht nur optisch in dieser Episode ab, ja, hinein in den Nebel. Klar, die Leute haben es in den Kommentaren ja auch schon geschrieben. Moment mal, offenbar 25% der gesamten Sternenflotte hängt vermutlich gerade in irgendeinem Nebel. So prominent wird das irgendwie in jedem Film verwendet. ich muss auch sagen, bisher die schwächste Episode. Und es gibt, und ich möchte meine Wertung vorausschicken, ich gebe nämlich auch nur 2 von 5. Ich hab meine Wertung im Verlauf dieses Gesprächs mit Jens gerade noch mal nach unten korrigiert. Weil natürlich auch in so einem offenen Austausch, in so einem offenen Dialog man noch vieles mal ein bisschen reflektierter betrachtet, wie eben so dieser erste Impuls. Und das ist ja das, was wir immer auch gesagt haben. Wir wollen doch nachhaltige TV-Unterhaltung haben. Wir wollen doch etwas haben, worüber wir uns auch in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen noch unterhalten können. Und ich glaube, ich könnte jetzt und heute Monate, Quartale später, nach dem Ende von The Orville, mit Jens da drüben noch mal ein fantastisches, vierstündiges, sehr tiefgehendes und hochwertiges Gespräch über die Ethik und Moral dieser dritten Staffel The Orville halten. Mhm. Und ich glaube, das kann ich jetzt zu dieser vierten Episode irgendwie nicht. So. Wir haben zwar auf der oberflächlichen Perspektive schon ganz nette Sachen. Ich fand sie optisch gelungen. Klar, der Dark Mode, den gibt's ja nicht nur in Android. Den gibt's auch hier auf der Titan. Das Holodeck läuft mit USV Power. Der Captain darf dann auch nochmal fucking sagen, weil das macht man heutzutage so. Dann diese plumpe Bildsprache, brennen, Feuer, gebrochene Menschen hier und da und sowieso. Zur Ehrenrettung dieser Episode trägt eigentlich nur eins bei, und das ist diese ganze vorrangige Szene zwischen Riker und Picard bezüglich dem Verlust des Sohnes von Riker und dieser Notion, dass man eben durch die gesamten Weiten des Alls geflogen ist und keinerlei Anzeichen von einem Leben nach dem Tod gefunden hat. Und das ist ja eine Überlegung und eine Idee, die einen, wenn man darüber nachdenkt, ja doch sehr viel mehr wertschätzen lässt, was man im Hier und Jetzt hat. Und das ist der einzige Pluspunkt dieser Episode gewesen, wenn man es mal genau runterbricht. Und dementsprechend bin ich jetzt auch unter diesen 50%. Also wir werten ja immer von 0 bis 5. 2,5 ist genau die Mitte. 50% gut, 50% schlecht. Und hier in dieser Episode, aufgrund der ganz vielen genannten Punkte jetzt hier in den letzten 47 Minuten, überwiegt einfach leider Gottes ganz leicht der negative Aspekt, und deswegen gibt es für die vierte Episode von mir auch ebenfalls nur 2 von 5 Punkten. Tja, ja, und Daniel, jetzt, vielen Dank. Und jetzt, liebe Leute, jetzt interessiert uns natürlich, was ihr davon haltet. Habt ihr euch da trotzdem mitnehmen lassen von diesen ganzen Erinnerungen, von diesen ganzen, in meinen Augen doch sehr zusammengeklauten Ideen, auch diese Weltraumwesen, die da hier munter zur Welt kommen, irgendwie doch alles schon mal da gewesen. Ja, nichts wirklich Neues, nichts wirklich Eigenständiges. Und ja, schreibt das uns in die Kommentare. Vielleicht seht ihr das ja ganz anders. Vielleicht sagt ihr, nee, diese Bar 10 vorne, geil, ja. Finde ich klasse. Captain Picard hat ja immer schon gesoffen. Ich weiß es nicht. Lasst uns das wissen. Wir freuen uns auf jeden Austausch, und ich wiederhole wirklich auf jeden. Ihr könnt uns gerne auch beleidigen dort. Wir beleidigen zurück. Gerne, ja. Super. Finde ich auch toll. Ja, und Daniel, wir haben ja Staffel 1 und 2, da haben wir ja leidlich erfahren, da haben wir die ersten Episoden ja auch immer sehr gut bewertet, was einige offensichtlich vergessen haben, auch in den Kommentaren, die ja gefordert haben, Mensch, ihr habt doch in der zweiten Staffel da immer so schöne Hate-Reviews gemacht, warum seid ihr jetzt so positiv?
Schaut euch die Reviews nochmal an. In die ersten Episoden fanden wir bei dem Staffelauftakt auch immer sehr gut. Und unser Ansatz ist ja auch immer, wir verfolgen hier keine Agenda. Wir wollen nicht alles schlecht reden, aber wir werden natürlich auch nichts schön reden. Und uns interessiert jetzt natürlich auch, ja, wie seht ihr das denn jetzt? Ist da schon wieder dieser Knick in der Kurve? Daniel hat eben von dem Trend gesprochen, nee, ein Stück weit nach unten geht jetzt mit der vierten Episode. Glaubt ihr, das setzt sich jetzt sofort oder ist das jetzt tatsächlich nur mal ein einzelner Ausrutscher und die Kurve steigt nach der Schockkurve quasi wieder ganz stark an? Ja. Sind wir gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinung zur vierten Episode und ja, Daniel, was bleibt noch zu sagen? Alles im Eimer, Udo hat wieder verschlafen. Sehr gut, also, und ich meine, mit diesem Karlauer, ich meine, wenn ich jetzt noch irgendwie Fasching wäre, könnte ich noch irgendwie so ein Warte mal, ich habe hier noch, den hier habe ich noch. Oh, der ist gut. Ja, der passt auch. Sehr gut. Ja, mit diesem Gag möchte ich ihn mal nennen, ja. Würden wir uns jetzt auch in die Nacht, in den Tag, in den Mittag, wann immer ihr uns schaut, verabschieden, oder, Daniel? Ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Fünfte Episode Star Trek Picard, die letzte, die finale Staffel. Und die Tradition geht natürlich weiter, ja. Wir erhalten das am Leben. Den Episodentitel der nächsten Woche, den gibt's natürlich jetzt wieder exklusiv bei uns. Bitte Trommelwirbel, Jens. Brrr. Die nächste Episode, die fünfte Episode heißt Imposters. Oh. Eieiei. Spannend. Da möchte man fast meinen, da könnte es um Wechselbälge gehen. Ja, da schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Gut, also macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.